kommt sie und wird auch schon erwartet. Die Gastlokomotive von der Insel Rügen. Die Heeresfeldbahn-Lokomotive 99-46-52. Für ihre 83 Jahre ist sie noch gut in Schwung. Die sollte im Prinzip dann hinter der Front die Versorgung sicherstellen. Hat man im Ersten Weltkrieg sehr stark genutzt, im Zweiten Weltkrieg dann nur noch sehr wenig. Aber vereinzelt wurden da auch noch neue Lokomotiven gebaut. Und wie sind wir nun ausgerechnet auf diese Lokomotive gekommen? Die war halt zuletzt 2016 hier zum 25-jährigen Vereinsjubiläum. Und nach 8 Jahren haben wir gesagt, die können wir auch noch mal herholen. Die ist ja gut angekommen bei unseren Besuchern. Mittlerweile ist sie eine der wenigen noch betriebsfähigen Exemplare dieser Baureihe. Ein besonderes Fahrzeug auch für den Lokomotivführer. Sie hat 110 PS, sie ist relativ klein. Sie hat noch einen Schlepptender hinten dran. Das ist vielleicht so ein besonderes Merkmal, dass wir unsere Kohle hier in einem zweiten Wagen hinter uns mitführen. Und ja, das macht so die Maschine aus. Zwischen Hettstedt und Bendorf mit Zwischenhalt in Siersleben ist die Lok dieses Wochenende unterwegs. Begeisterung auch bei den Besuchern. Ich tue eigentlich die ganzen Schmalspurbahnen, die es gibt, hier statt bei uns im Oberwiesental. Ich sehe zu, dass ich immer einmal im Jahr mal alle besuchen kann. Es ist immer schön, die alte Technik zu sehen, wie das funktioniert und dass es auch erhalten wird. Ich bin total begeistert. Die sieht aus wie so eine kleine Spielzeuglok, hochglanzpoliert und wie sie die ja hergebracht haben. Und dieses Geräusch, wenn die losfährt, so tsch, 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 das ist ganz, ganz toll. Bis morgen Abend kann mit der 99-46-52 gefahren werden.